neues Update wieder auf dem Meinsucht.net Server und der Modus Kit PvP ist auf dem Server zurückgekehrt. Die ganzen Neuigkeiten zum Kit PvP Re-Release einmal zeigen. Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video stelle ich euch ein neues Update wieder auf dem Meinsucht.net Server vor. Ich bin wieder aus dem Urlaub raus, das heißt, ich kann jetzt wieder neue Videos für euch machen und Meinsucht haut gerade extrem viele Updates raus und der Modus Kit PvP ist auf dem Server zurückgekehrt. Ihr kommt einfach über das Diamantschwert ganz unten in der Mitte hier zu diesem Karussell und da könnt ihr auf die 80 Spieler Lobby gehen und ich werde euch in dem heutigen Video die ganzen Neuigkeiten zum Kit PvP Re-Release einmal zeigen. Wir haben es hier schon bekommen, /Kit, Verwaltung der Kits, Team, Verwaltung deines Teams und Ranks, zeigt die Ranks an. Wir können mal /Kit eingeben und dann haben wir hier schon die ganzen, Befehle mit /Team erhalten wir hier Infos zum neuen Teamsystem. Ihr könnt jetzt nicht mehr alleine gegen jemand anderen kämpfen, sondern jetzt zu zweit. Ich weiß nicht, ob das auch mit mehr Spielern geht, aber mit zwei funktioniert es auf jeden Fall. Und dann sind hier halt diese Befehle, die man dafür braucht. Und es gibt auch ein neues Rank-System. Ja, das müsste man natürlich auch schreiben. Umso mehr Kills man im Monat hat, desto höher wird ein Rang. Ich bin zum Beispiel hier gerade 1. Erst mit 25 Kills wird man 2. Ich habe bis jetzt eine Runde gewonnen. Sieht man hier auch 1. Und umso mehr man... Also man braucht 10.000 Kills im Monat für das lilane V. Also das ist schon extremst, was genau der Rang bringt, das weiß ich nicht, aber es gibt auch neue Items, wie zum Beispiel Kit-Auswahl, da kommen wir gleich zu. Wir haben jetzt eine neue Einstellung für die Lobbyphase und zwar Herausforderungen können wir aktivieren, das bedeutet, wenn euch jemand mit dem Schwert haut, dass ihr eine Einladung bekommt, könnt ihr aus- und wieder anstellen. Dann Spieler verstecken, alle unsichtbar, nur VIPs sichtbar und alle sichtbar, das kennt man ja aus der normalen Lobby auch. Und den Chat können wir ebenso deaktivieren, da bekommen wir jetzt, wie ihr schon unten seht, keine Nachrichten mehr. Den kann ich auch wieder anstellen oder bekommen wir wieder die Nachrichten. Und dann haben wir noch die Teameinladungen, die ich euch gerade mit dem /Teambefehl gezeigt habe. Jetzt gibt es noch hier die Kithalle, dort haben wir jetzt einen neuen Zombie. Und der, wir können hier halt unser Kit auswählen, was wir haben wollen. Zum Beispiel tue ich jetzt nochmal hier ein bisschen Stein rein. Und dann, kann ich hier noch, ich würde sagen, dort eine Eisenspitzhacke tun wir hier noch rein. Und bei dem Zombie können wir jetzt Einstellungen, für den Kampf auswählen. Zum Beispiel bauen können wir jetzt aktivieren. Regeneration müsst ihr entscheiden, soll man regenerieren die Herzen oder nicht. Ich lasse es jetzt einmal aus, der Fallschaden kann ruhig aktiviert werden bei mir. Hunger soll man auch bekommen, weil sonst wäre ja das Essen unnötig. Suppengeneration möchte ich nicht anhaben, weil ich mag keine Soups und No-Hit-Delay. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Keine Ahnung, schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ihr das wisst. Das könnt ihr aber auch ebenso an- und ausstellen. Ja, hier habt ihr euren Zaubertisch und die Ambosse, die sollten euch ja bereits bekannt sein. Das wurde jetzt hier gespeichert und auf dem goldenen Apfel könnt ihr euch das jetzt hier aussuchen. Zum Beispiel erstes Kit. Du nutzt jetzt das erste Kit als Standard-Kit und jetzt können wir hier zum Beispiel, wir haben jetzt noch 3 freie Kit-Slots und das hier ist jetzt unser erstes Standard-Kit, was wir nun ausgewählt haben. Wir haben jetzt noch 3 weitere freie Kits, weil ich Emerald bin. Als Spieler werdet ihr wahrscheinlich nur 2 haben. Als Gold dann wahrscheinlich 3, Emerald 4 oder so, ich weiß nicht. Umso höher euer Rang ist, umso mehr Slots habt ihr. Wenn ihr jetzt alle Slots aufgebraucht habt, dann könnt ihr zum Beispiel, denke ich mal, also Moment, /Kit, glaube ich, war es genau. Jetzt könnt ihr /Kit Delete Slot zum Beispiel 1 oder 2, 3 oder 4, je nachdem, was ihr besetzt haben wollt und gelöscht haben wollt,
Kit Delete und dann zum Beispiel Moment, Kit Delete 1 und dann wird normal das erste Slot Kit gelöscht. Das könnt ihr euch dann neu einstellen. Das tue ich jetzt nicht, da ich euch das hier noch mal gleich mal demonstrieren möchte. Und ja, dann können wir auch einmal schon mal hier in die Warteschlange gehen. Einmal mit Hitten. Es gibt nämlich jetzt auch im Kampf eine Neuigkeit. Mit Slash Kit 1 habe ich jetzt zum Beispiel ausgewählt. Müsste ich eigentlich jetzt mein normales Kit, was ich gerade ausgewählt habe, genau, das ist jetzt ausgewählt. Und jetzt können wir einfach 2 bis 3 Minuten kämpfen. Ab der 2. Minute wird dann eine Border freigegeben, also die kommt dann, und wenn ihr in diese Border dann so gesehen reinkommt, dann kriegt ihr Schaden. Das führt nicht dazu, dass jemand die ganze Zeit wegrennt, weil das bringt ihm dann nichts mehr, und damit wird er halt auch nicht mehr schadensregeneriert. Wenn ihr das natürlich ausgestellt habt, wenn an, dann ja, aber das bringt dem dann auch nicht mehr so viel. Das war's mit dem Kit-PvP-Update. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Diskussionen dazu gerne im Minesucht.net-Forum. Ansonsten würde ich sagen, abonnieren, Glocke aktivieren. Montags, Mittwochs und Freitags 15 Uhr auf meinem Kanal gibt's ein brandneues Video. Den Vlog zum Urlaub gibt's in dieser Woche am Mittwoch oder am Freitag noch. Haut rein und ciao, Leute.